Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Ich fahre jetzt auf Feld Nummer 17 und das um die Ecke und hole dann Stroh weg, die Strohballen. Feld zweimal später. Ich will aber Feld 17 nur noch kalken, das heißt, dann muss Stroh noch runter. Ja, die Ernte läuft weiter auf Feld 50, Hafer und Feld Nummer 13 Gerste und 1 Weizen. Ja, schön Stroh, ne? Müssen wir gucken eigentlich. Ja, das lohnt sich nicht. So ein Stroh brauchen wir nicht. Ja, ich habe mich gestern gewundert, wieso, schon die Tage davor auch schon, wieso nimmt das Strohlager nicht mehr Stroh an? Also nicht sichtbar. Man muss die Produktion anschalten. Ob das seitdem so ist oder neu ist, keine Ahnung, weiß auch nicht. Jedenfalls habe ich es getan unter Menü R, ne, also R. Und dann habe ich das entsprechend sofort gesehen, wie mehr Stroh zu sehen war. Ich habe irgendwie viel Stroh hingefahren, von losen Stroh einiges bis hin zum Strohballen. Ne? Und da war ich schon richtig erstaunt, dass nichts zu sehen war. Gut, wir machen weiter mit der Ernte. Heute Sommer. Ne? Sommer angefangen. Und sind mit der Ernte fast mit der Gerste und mit Weizen durch. Also jetzt haben wir viel Stroh. Und dann können wir den Anfang hier nachher mit Rapsaussaat vorbereiten. Ne? Also die Aussaat beginnt ja relativ früh im Sommer. Im späten Sommer. 5 und 6 die Tage. Aber wir haben jetzt Tag 1. Im Grunde könnte ich jetzt auf, na, da müssen wir nachts wieder im Dunkeln arbeiten, das würde ich auch nicht. Lieber können wir nachts dann schneller durchlaufen lassen auf 60 oder 120. Oder wir schlafen halt, ne, bevor wir uns hier im Dunkeln um hier planen. Livestream aus Switch, Gold Hunter. Das ist das neue Spiel, Gold von Gold Rush, so ähnlich, aber eine andere Firma. Das ist eine Beta-Version. Gibt es aber noch nicht zu kaufen. Einige Auserwählte haben das bekommen, unter anderem Fat Action als Probespiel. Er streamt es ab und zu mal am Sonntag, aber spät. Aber auch nur, wenn da was Neues kommt. Also er macht es nicht regelmäßig. So, wieder voll, auf zum Lager, ne? Dann können wir bald hier anfangen. Nee, draußen lagern, Stroh geht nicht. Dann müssten wir hier ein Strohlager errichten, ne? Oder eine Halle. Sonst, wenn doch mal Regen kommen sollte, dann Stroh würde sich auflösen. Das wäre äußerst ungünstig, ne? Das will auch keiner. Lexikon will dann, wenn wir das laden würden, das ist nicht gut.
Muss ich prüfen. Das machen wir gleich sofort. Ja, Strohlager füllt sich wieder. Bekam schon Angst. Jetzt musste. Ja. Verkaufen und wieder aufbauen oder so. Keine Ahnung, was man machen, könnte, ne? Das Ding ist voll. Scheiße. Entschuldigung. Gut, dann machen wir erstmal Stroh. Unser. Ah, deswegen. Ich weiß, was das ist. Es könnte sein, dass ich hier auf Feld Nummer 50 einstellen muss. Das Feld ist zu groß. Jetzt hat er ihn gefunden. Deswegen ist er so. Man muss immer den Drescher auch entsprechend das Feld zuordnen bei großen Feldern. Sonst ist die Entfernung zu groß und er kann ihn nicht finden. So, wenn Strohlager voll ist. Ah, das ist ungünstig. Ah, juckt die Nase. Das ist äußerst ungünstig. Ja, dann geht's immer. Pelletsproduktion, da haben wir schon voll. So. Ein rotes Rot, ne? Nichts geht mehr. Das Produktion wird auch nicht so viel gehen mehr. Ein globaler Markt ist ein Blödsinn, ne? Wenn man hinten eine gute Quote habe gespeichert, ne? Wenn das mal nicht funktionieren sollte mit dem globalen Markt, dann ist alles weg. Wir haben noch 21 Euro im Feld. Ah, hier haben wir auch erst machen können, ne? Mit Weizen. Naja. Da werden wir gleich mal Pellets verkaufen, ne? Oder? Hier auch nichts mehr rein. Stroh ist voll. So, Holzpellets, Strohpellets. Stroh. An. Heu ist auch an. Tja, wir haben ein Problem. Houston hat ein Problem. Wer kauft Stroh? In Ballenform. Null, null, null. Gut. Wir probieren es mal beim Heizkraftwerk. Müssen wir einsteigen. Ja, das ist ja äußerst ungünstig. Ne? Wir haben das Stroh auf dem Feld zu liegen, aber viel Stroh.
Aber kein Platz. Durchdrehende Reifen. Ah, dann muss man gleich kümmern. Junge, Junge, das dauert Ewigkeiten. Oh, Wasser. Ah, jetzt geht's. Ganz tief, wenn's geht. Baumfeld. Könnte sein, er stört. Also hilft auch nicht weiter, ne?
So, mal klappt, ne? Dass der nicht so hoch ist hier. So, da ist der. Da ist der. Tja, haben wir ein Problem mit Stroh, ne? Das Problem ist längerfristig gesehen, weil wir ja im Prinzip nicht wissen wohin, ne? Ihren Strohball hin. Bei so einem Sturm? So, Lüschauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ich bin beide überzogen, weil wir gerade so im Rahmen geblieben. Ich sag mal tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Ja, mal sehen, schon lassen, ne? Ob wir verkauft kriegen, bei Zwiesen geht es ja eigentlich los und nicht. Nur festen Form. Wir haben ja feste Form, ne? Ups, wer wohnt da? Keine Ahnung. Wurscht, mir egal. Ich hab den Tor geditscht. Ja, wir werden mal das jetzt verkaufen und dann mal sehen, ob wir dafür Geld kriegen. Ne? Also viel gibt es für ja nicht, das weiß ich jetzt schon. Aber hoffen wir das Beste, ne? Entschuldigung. So, tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Bis bald. Bis morgen. Tschüss.